Guten Tag. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen Bewegungssensor der Firma Coco oder Smartwares, die baulich identisch sind, mit dem HomeWizard verbindet und dazu eine Automation anlegt. Viel Spaß dabei! Der Bereich Home-Automation und das Internet of Things wird in 2016 einen neuen Hype erleben. Viele Hersteller tummeln sich schon seit Jahren in diesem hart umkämpften Markt. So bieten die Firmen Coco und Smartwares einen baugleichen Bewegungssensor an, der mit dem niederländischen System HomeWizard verbunden werden kann. Die Verpackung lässt sich am nervenschonendsten mit einer Schere öffnen. Ohne entsprechendes Werkzeug könnte man schon schnell daran verzweifeln. Ist diese Hürde überwunden, befindet sich in der Verpackung neben Werbungsbeilagen alles, was für die Montage notwendig ist, also Schrauben, Dübel und Doppelklebeband. Wie bereits erwähnt, ist der AWS T6000 von Coco funktionell identisch mit dem Produkt der Firma Smartwares. Auf der rechten Seite kann die Empfindlichkeit für die Helligkeit über H, L und M eingestellt werden, wobei H für High steht, also die höchste Empfindlichkeit. Mit dem linken Schalter kann der Erkennungsradius zwischen 6 und 1 Meter begrenzt werden. Mit der Zeiteinstellung zwischen 5 Sekunden und 10 Minuten kann eine Schaltzeit für extern angeschlossene Komponenten vorgewählt werden. Für uns ist das aber nebensächlich, da wir hier die Automation über den HomeWizard vorgeben. Beispielsweise stelle ich jetzt aber hier auf 1 Minute ein. Der Bewegungswälder wird mit 2-3 A-Batterien betrieben. Über den Schalter Learn erfolgt gleich das Anlernen am HomeWizard. Hierzu öffne ich die App HomeWizard auf dem iPhone und gehe über das Startmenü zu Sensoren verwalten. Über den Punkt Awareness, was für Bewegung steht, wähle ich einen neuen Bewegungssensor aus, den ich in diesem Beispiel Treppe nenne und sichere den Namen über den Button. Fertig. Nachdem ich nun den Button Code und Koppeln mit Bewegungssensor gedrückt habe, schiebe ich den Schalter Learn von Dell nach Set, womit das Gerät angelernt ist. Mit Sichern wird die Prozedur abgeschlossen. Jetzt gehe ich zurück zum Startmenü und kann hier eine neue Automation nach dem Prinzip Wenn-Dann anlegen. Als Auslöser wird Sensor und dann der eben angelegte Bewegungssensor Treppe ausgewählt. Im Bereich Zustände kann noch die Gültigkeit über den Parameter Zeit oder Wochentag eingeschränkt werden. Im Bereich Dann wählen wir als Aktor eine Lampe aus, in diesem Fall Schlafzimmer, welche für 1 Minute lang eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet werden soll. Nach dem abschließenden Sichern aktivieren wir noch testweise den Bereich Benachrichtigungen und wählen die Standardmelodie aus, die abgespielt werden soll, sobald der Sensor aktiviert ist. Außerdem setzen wir noch den Haken für eine Benachrichtigung auf dem iPhone. Nun können wir die Automation sichern und die App verlassen. Wird nun eine Bewegung erkannt, so erhalten wir eine Nachricht über das Smartphone. Ach ja, und natürlich wird auch das Licht im Schlafzimmer für 1 Minute eingeschaltet. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.